Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich starte mit einem Zitat. Bringen Sie Mecklenburg-Vorpommern in eine gute Verfassung. Mit dieser Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes beendete Harald Ringsdorf vor über 30 Jahren seine Rede hier im Landesparlament und warb für eine breite Zustimmung zur neuen Landesverfassung bei der folgenden Volksabstimmung 1994. Ja, und dieser Aufforderung, meine Damen und Herren, folgten die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich. Und deshalb können wir heute feiern. Denn genau am 12. Juni 1994, heute vor 30 Jahren, wurde die Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns für alle Bürgerinnen und Bürger von den Bürgerinnen und Bürgern Mecklenburg-Vorpommerns angenommen. Explizit, so steht es auch in unserer Landesverfassung, auf der Grundlage des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, womit wir beim bereits erwähnten Doppeljubiläum wären, denn auch das Grundgesetz hat Geburtstag, ist 75 Jahre alt geworden. An dieser Stelle möchte ich übrigens ein herzliches Dankeschön ausrichten, stellvertretend an die Präsidentin des Landtages, an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Initiative Wir. Erfolg braucht Vielfalt, die dem Grundgesetz hier ja im Innenhof des Schlosses vor 3 Wochen einen würdigen Raum gegeben haben. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz, die Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns, beides sind wertvolle Errungenschaften und zugleich ja auch beides mahnende Zeugnisse und Produkte der deutschen Geschichte. Das Grundgesetz, ein in Artikel gegossenes Nie wieder, beschlossen auf den Trümmern des Nationalsozialismus. Die Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns, Ergebnis einer mutigen, friedlichen Revolution der Bürgerinnen und Bürger hier im Land. Beide mit dem ganz erklärten Ziel angelegt, die Verantwortung aus der deutschen Geschichte zu tragen, dem Frieden, der Freiheit, der Menschenwürde zu dienen, gemeinsam mit den Menschen im Land soziale Gerechtigkeit, wirtschaftlichen Fortschritt und vor allem auch den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage zu befördern. Meine Damen und Herren, nicht zufällig sind eine starke Wirtschaft mit guter Arbeit, sind der soziale Zusammenhalt und auch die Verantwortung für Umwelt und Natur auch heute die wesentlichen tragenden Säulen unserer Landespolitik. Meine Damen und Herren, 30 Jahre Landesverfassung, 75 Jahre Grundgesetz, MV in guter Verfassung, so der Titel der Aktuellen Stunde, es ist mir eine Ehre für die SPD-Fraktion, zu diesem für uns wirklich wichtigen Anlass sprechen zu dürfen. Noch mehr freue ich mich darauf, im Folgenden auch dem Beitrag von Till Backhaus zu lauschen, der für die Landesregierung sprechen wird, der als unser Mann der ersten Stunde aus eigener Anschauung vom historischen Prozess berichten wird. Und ich möchte ganz deutlich sagen, wir als SPD-Fraktion, ich ganz persönlich, wir sind Till Backhaus, wir sind allen Macherinnen und Machern der friedlichen Revolution und unserer Landesverfassung sehr dankbar. Meine Damen und Herren, das nach 1945, das nach 1989, hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, im Herzen Europas, Frieden, Freiheit und Demokratie herrschen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein historisches Glück, das wir mutigen, das wir selbstlosen Frauen und Männern zu verdanken haben. Ein historisches Glück, dessen wir uns bewusst sind, das wir feiern und dessen Bewahrung die wichtigste Aufgabe ist, die wir alle gemeinsam haben. Der Schrecken von Bomben, Tod, Krieg und Unterdrückung darf nicht verblassen. Nicht verblassen darf die Tatsache, dass ohne diesen Frieden, ohne diese Freiheit und ohne diese Demokratie alles nichts ist. Und deshalb lieben wir und leben wir unsere Landesverfassung sehr, und zwar mit allen ihren Bestandteilen.
Harald Ringsdorf hat die Landesverfassung 1993 in der eben schon erwähnten Rede hier im Landtag als Gebrauchsanweisung für die Demokratie bezeichnet. Ich bin ja Hotelkaufmann, da kommt mir in den Sinn, die Landesverfassung vielleicht etwas kulinarischer als ein ausgefeiltes Rezept für eine gute Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns und für ein glückliches Miteinander in unserem Land zu bezeichnen. Und da ist es mit der Einhaltung von Rezepturen in der Spitzengastronomie so wie mit der Verfassungstreue in der Demokratie. Alle Zutaten sind wichtig. Keine darf einfach weggelassen werden. Sonst gelingt das ganze Gericht nicht. Und so ist das auch mit den Grundrechten und Zielen des Grundgesetzes und unserer Landesverfassung in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was wäre das für ein Land, in dem die Würde des Menschen in volksverhetzerischer Absicht eben doch angetastet werden kann, wenn beispielsweise, Zitat pauschal von Messermännern oder einem, Zitat, angeblichen Bevölkerungsaustausch gesprochen wird und selbst Menschen mit einem deutschen Pass nicht vor Vertreibungen sicher sein können. Stichwort Planungen zur massenhaften Vertreibung, beschönigend Remigration genannt. Was wäre das für ein Land, in dem die Entfaltung der Persönlichkeit eben nicht frei ist, sondern wo die Entfaltung der Persönlichkeit da eine Grenze hat, wo es um die politische Einstellung, um die Religion oder um die Frage geht, wen man liebt. Stichwort die Abwertung der Religionsfreiheit mit dem Begriff Kopftuchmädchen. Oder ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments der AfD, der schwulenfreie Zonen in Polen als ein gutes Konzept verteidigt. Was wäre ein Land, wo eben keine Meinungsfreiheit herrscht und während heute der demokratische Widerspruch von rechts häufig ja absichtlich falsch als eine angebliche Meinungsdiktatur oder in der letzten Legislatur als ein Merkel-Maulkorb diffamiert wurde, tatsächlich missliebige Meinungen und Lebensmodelle unterdrückt werden? Schauen wir auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Polen, der mühsam wiederhergerichtet werden muss. Schauen wir auf Orbán und seine Unterstützer in Ungarn, der offiziell auf der Liste der Feinde der Presse- und Meinungsfreiheit steht. Kurz, ohne all diese Zutaten, ohne all diese Bestandteile, die Grundrechte und Ziele, wäre unser Land nicht das heutige, moderne, erfolgreiche und freundliche Mecklenburg-Vorpommern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um im Bild zu bleiben, ein Rezept ohne all diese Zutaten wäre letztlich genau diese unansehnliche Brühe, die hier einige als Spitzenküche servieren wollen. Ein Land ohne diese Grundrechte und Staatsziele wäre eben keine freiheitliche Demokratie, sondern ein Zurück in die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Und davor warnen wir. Und wir werden auch nicht aufhören, davor zu warnen. Und dagegen wehren wir uns, meine Damen und Herren. Und wir werden auch nicht aufhören, uns dagegen zu wehren. Nicht als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die seit über 160 Jahren den Verfassungspatriotismus in unserer DNA haben, meine Damen und Herren. Und von besonderer Bedeutung, egal ob 49, 89, in der Landesverfassung 1994 war und ist immer das Thema freie Wahlen. Dafür haben die Menschen gekämpft. Das haben sie erkämpft. Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger über das Europäische Parlament, über die Kommunalpolitik abgestimmt. Das Ergebnis mag einem gefallen oder auch nicht, da komme ich gleich noch zu. Aber zunächst einmal können wir dieses Grundrecht, freie Wahlen zu haben, nicht hoch genug schätzen. Und deshalb ist es gut, wenn viele Menschen frei wählen. Deshalb ist es gut, wenn viele ihrer Stimmung Ausdruck verleihen. Die Präsidentin hat es bereits gesagt. Auch gut, wenn sie ihrer schlechten Stimmung Ausdruck
verleihen. Es ist gut, wenn viele kandidieren, sich zur Wahl stellen, um mitzugestalten. Meine Damen und Herren, das alles verdient unseren Respekt. Und deshalb möchte ich mich allen voran namens der SPD-Fraktion bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedanken, die diese freien Wahlen möglich gemacht haben, neben den Kandidierenden, ihren Unterstützerinnen und Unterstützern, den Familien übrigens auch, den vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern überall im Land. Sie alle leisten mit ihrem Einsatz einen fundamentalen Beitrag zu unserer lebendigen Demokratie. Vielen Dank. Zum Wahlausgang, meine Damen und Herren, zum Wahlausgang dieser freien Wahlen möchte ich selbstverständlich auch etwas sagen. Da liegt bei uns nachhaltige Freude und auch Enttäuschung sehr dicht beieinander. Mit Sabrina Repp haben wir als Mecklenburg-Vorpommern eine neue Abgeordnete im Europäischen Parlament, die Mecklenburg-Vorpommern und Europa ganz im Sinne unserer Landesverfassung in ihrem Herzen trägt, die sich zum demokratischen Ostseeraum, zu einem guten Miteinander ganz im Sinne unserer Landesverfassung bekennt, die alles dafür tun wird, dass wir gute Nachbarn sind und im Interesse der Menschen auch in Brüssel eine starke Stimme haben. Ich bin froh, dass wir diesen Schwerpunkt auch auf das Europäische Parlament im Interesse Mecklenburg-Vorpommerns gesetzt haben, dass wir dieses Ziel prioritär verfolgt haben und tatsächlich ja auch als einzige hier im Landtag vertretene Partei es geschafft haben, für Mecklenburg-Vorpommern eine Frau nach Brüssel zu senden. Ja, ich verstehe an der Stelle Ihre Heiterkeit nicht. Es ist eine wahre Aussage, dass die SPD die einzige Partei in diesem Hause ist, die eine Europaabgeordnete nach Brüssel schickt. So, das ist doch wohl mal Fakt. Ich will aber auch was sagen, dass, meine Damen und Herren, das war der freudige Teil. Ein Moment bitte, Herr Fraktionsvorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist jetzt so laut geworden, ich kann den Redner nicht mehr verstehen. Ich erinnere noch an meine Worte von fast vor 10, 15 Minuten. Respektvoller Umgang miteinander. Dazu gehört auch, dass man dem Redner bitte zuhört. Sie können Zwischenrufe tätigen, das ist sehr wohl legitim. Aber bitte nicht permanentes Zwischengemurmel, sodass der Redner nicht mehr zu verstehen ist. Herr Fraktionsvorsitzender, Sie haben wieder das Wort. Meine Damen und Herren, ich habe ja gesagt, Freude und auch Enttäuschung dicht beieinander. Das war der freudige und auch gute Teil, auch übrigens für Mecklenburg-Vorpommern, weil es gut ist, dort vertreten zu sein im Europäischen Parlament. Ich mache keinen Hehl draus, dass die Wahlen für die Kommunen, für die Kreistage auf der anderen Seite ein sehr enttäuschendes Ergebnis hatten für uns als SPD. Ganz klar mit Verlusten, die uns schmerzen. Auf der Kreistagsebene übrigens leider für alle anderen Parteien jenseits von AfD und BSW auch. Die SPD hat verloren, die Grünen haben verloren, die Linke hat Sitze verloren, die FDP hat Sitze verloren, auch die CDU hat Sitze verloren, unterschiedlich viele, aber alle haben Sitze auf der Kreistagsebene verloren. Die CDU hat 8 Sitze verloren, 2 gewonnen, unterm Strich 6 verloren. Wir haben 15 verloren. Jeder einzelne Sitz davon schmerzt uns. Einzig die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht haben deutlich zugelegt. Und Und dazu haben wir uns auch klar positioniert, auch selbstkritisch positioniert zu der nicht überzeugenden Arbeit der Ampel, möchten wir auch selbstkritisch hier im Land sagen, es ist uns auf der Ebene der Kreistage nicht gelungen, die Wahrnehmung der Menschen weg von Ampelbashing und deren schlechten Performance hin zu dem eigentlichen Thema zu lenken, den Themen vor Ort am Gartenzaun in der Kommune, worum es geht, wenn man für einen Kreistag oder eine Gemeindevertretung kandidiert. Diesen Fokus haben wir nicht ausreichend auf dieses eigentliche Thema lenken können. Das tut mir besonders für die vielen Kandidatinnen und Kandidaten leid, die sich wirklich mit Leidenschaft in der Kommunalpolitik, mit Leidenschaft für ihre Nachbarschaft engagieren und die genau unter dieser Situation jetzt auch in der SPD die Leidtragenden sind. Und
Das Ergebnis hier in Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren, da sind wir zuständig, da tragen wir auch Verantwortung, sollte, und da bin ich ganz bei der Landtagspräsidentin, die das wirklich in pointierten Worten auf den Punkt gebracht hat, das sollte Anlass für alle Demokratinnen und Demokraten sein, ganz im Sinne des gemeinsamen Auftrages aus der Verfassung, untereinander auch den Stil und die bisherige Kultur des Miteinanders zu hinterfragen, das Verbindende zu betonen, nach gemeinsamen Lösungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu suchen. Eins ist und bleibt dabei aber klar, es kann und wird unsererseits keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, meine Damen und Herren. Dazu bekennen wir uns klar. Ja, die AfD, ja, meine Damen und Herren, die AfD ist bei einer freien und demokratischen Wahl gewählt worden. Nein, das macht sie noch lange nicht zu einer freiheitlichen oder gar demokratischen Partei. Und deshalb möchte ich darum bitten, dass wir uns klar machen, es sollte für niemanden, der sich der Landesverfassung, es sollte vor niemanden, der sich der Landesverfassung oder dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbunden fühlt, und das dürfte die meisten Fraktionen hier in diesem Haus eine Geschäftsgrundlage mit einer Partei geben, die hier im Land den Pakt mit dem Rechtsextremismus, beispielsweise der identitären Bewegung, aktiv sucht, die bundesweit rechtsextremer Verdachtsfall in einigen Ländern gesichert rechtsextreme Bestrebung ist. Es gibt in meinen Augen keine Geschäftsgrundlage mit einer AfD, die beispielsweise einen suspendierten Polizisten aus dem Umfeld der rechtsextremen Nordkreuzverschwörung ohne Federlesen als Kandidat aufstellt. Es gibt keine Geschäftsgrundlage mit Kräften wie einer KRA-AfD, die schwulenfreie Zonen befürwortet, die Verbrechen der Waffen-SS verharmlosen, die auf die Spaltung der Gesellschaft setzen und das Miteinander zu vergiften suchen. Meine Damen und Herren, für jede Position, für jedes Thema, für jede Person gibt es vor Ort in den Kreistagen, in den Gemeindevertreten, in den Städten potenziell eine demokratische Mehrheit. Und die müssen wir gemeinsam nutzen, die müssen wir gemeinsam anstreben. Dieses plurale Spektrum müssen wir als demokratische Parteien abbilden. Wir müssen beweisen, dass wir es zusammen hinbekommen im Sinne unserer Landesverfassung, im Sinne unseres Grundgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern und ohne die AfD, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, und damit möchte ich schließen, allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes möchte ich sagen, wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir aber, und davon bin ich fest überzeugt, nur in einem konstruktiven, nur in einem sachlichen Miteinander und nicht mit Populismus, nicht mit Extremismus, nicht mit Ideologie von vorgestern oder einem pauschalen Bashing lösen werden. Unsere Demokratie lebt von den Zwischentönen. Unsere Demokratie lebt vom Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Wir setzen uns dafür ein, die Demokratie gegen extremistische Tendenzen zu stärken, gleichzeitig Brücken zu bauen, anstatt Gräben zu ziehen. Sie können sich auf uns verlassen. Wir leben und lieben unsere Landesverfassung, um auf ihrem fruchtbaren Boden Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit hochzuhalten und ein wirtschaftlich erfolgreiches, ein sozialgerechtes und eben auch ein zukunftsfestes Mecklenburg-Vorpommern voranzubringen. Ein starkes, ein geeintes, ein demokratisches Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Sinne ein Hoch auf unsere Landesverfassung, uns eine gute Debatte heute. Herzlichen Dank.